Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir diese Meditation gemeinsam durchführst. Die heutige Meditation führen wir aufbauend auf die Podcast-Episode vom letzten Montag durch. Hier ging es darum, deine eigenen Ziele und guten Vorsätze durchzusetzen und wie du deine eigene Reise zu deinem eigenen selbstbestimmten Leben führst. Falls du mit diesem Thema noch nicht in Kontakt gekommen bist, lade ich dich ein, diese Podcast-Episode noch einmal anzuhören. Und ansonsten wünsche ich dir nun ganz viel Spaß bei unserer heutigen Meditation. Für die heutige Meditation bitte ich dich, einen bequemen Sitz einzunehmen. Du kannst dich hierfür auf einen Stuhl setzen und die Beine parallel auf den Boden stellen. Oder du setzt dich in einen bequemen Schneidersitz. Falls du hier Herausforderungen haben solltest mit dem aufrechten Sitzen, lade ich dich ein, deinen unteren Rücken mit einem Kissen etwas auszupolstern. Wenn du dann soweit bist, spür noch einmal in deinen Körper hinein, ob es an irgendeiner Stelle eine Herausforderung gibt, die du hier ganz liebevoll auflösen darfst. Beginne nun, deine Schultern nach hinten zu kreisen, dich etwas zu lockern, deinen Kopf etwas anzuheben, so als wenn an deinem Scheitel sich ein dünner Faden befindet, der dich nach oben zieht. Mache dich ganz lang. Und sobald du soweit bist, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Spüre einmal deinen Körper und atme ganz tief in deinen Körper hinein. Und sinke mit jedem Atemzug etwas tiefer in deine Innenwelt. Mit jedem Atemzug gelangst du noch tiefer an einen Ort, der sich tief in deinem Unterbewusstsein befindet. Mit jedem Atemzug entspannst du dich ganz tief und du lässt alles los. Spüre, wie du allmählich immer tiefer in dich hineinsinkst und dass du an einen Ort ankommst, an einem wundervollen See. Und falls du jetzt hier nicht sehen kannst, spiele einfach mit, stelle es dir vor und stelle dir vor, wie du nun an diesem See stehst und an seine Ufer trittst. Nimm einmal wahr, dass dieser See spiegelglatt ist, dass du an keiner Stelle irgendeine Unebenheit sehen kannst. Und nun blicke in die Oberfläche dieses Sees hinein und sehe dich einmal selbst. Sehe dich, wie du bist. Und nehme alles ganz intuitiv wahr und alles, was du hier siehst, ist okay. Alles, was du siehst, darf sein. Nehme dir einen Moment Zeit und blicke dir selbst in die Augen. Nehme dein Antlitz wahr. Nehme all deine Ecken und Kanten wahr. Und sehe hier an dieser Stelle deine Seele, dein Herz. All das, was dich ausmacht, nimm all die Dinge ganz bewusst und intuitiv wahr.
Spüre nun dein Ziel, deinen Vorsatz, den du umsetzen möchtest. Und mache dir nun ganz bewusst, was dein Ziel ausmacht. Und werde dir bewusst, wie oft du bereits dieses Ziel verfolgt hast und wie oft du gescheitert bist, wie oft du aufgehört hast, dem nachzugehen, wie oft du die Motivation verloren und den Fokus wieder auf Dinge gelenkt hast, die dir nicht dienlich sind, die dich nicht weiterbringen, sondern dich genau dort festhalten, wo du immer wieder unzufrieden bist. Nehme dir ganz bewusst Zeit, dein Ziel, dein Vorhaben, dir hier bewusst zu werden. Und stelle dir nun vor, wie du nun mit deiner Hand die Oberfläche des Sees berührst und wie durch die Berührung deiner Hand auf der Oberfläche kleine Wellen sich auf den See ausbreiten, wie du das Wasser zum Vibrieren bringst. Und sehe nun, wie der See allmählich wieder ruhiger wird und blicke nun wieder in das Spiegelbild an der Wasseroberfläche und sehe dich in 20 Jahren, wenn du dein Ziel nicht verfolgst. Sehe dich an, wo du dich befindest und spüre ganz intensiv, was dich hier ausmacht. Was wird sich verändert haben? Was nicht? Wie wirst du dich fühlen? Wo wirst du sein? Welche Wünsche wirst du haben? Nehme auf einer Gefühlsebene alles wahr, was hier ist. Sehe dich von außen wie von innen. Mit all deinem Sein, mit aller Energie und mit so viel Liebe, wie du aufbringen kannst. Und nun lade ich dich noch einmal ein, die Wasseroberfläche zu berühren und das Wasser ein weiteres Mal zum Vibrieren zu bringen. Ich lade dich ein, diese kleinen Wellen ganz genau zu beobachten und zu sehen, wie dieses mögliche Ich verschwindet und wie nun du selbst auf dieser Oberfläche wieder erscheinst als eine Version, die ihre Ziele erreicht hat. Sehe dich, wie du dich verändert hast. Sehe all die Dinge, die sein werden, wenn du beginnst, all die Dinge, die du dir vornimmst, einfach umzusetzen. Nehme ganz bewusst wahr, was sich ändert. Nehme ganz bewusst wahr, welche Energie dich umgibt. Und sehe dich auch hier von außen und von innen. Sehe alle kleinen Veränderungen, sehe dich ganz intensiv. Und stelle dir jetzt hier an diesem Punkt die Frage: Wer willst du in deinem Leben sein? Und ich lade dich ein, nun laut oder mit deiner inneren Stimme mir die folgenden Worte nachzusprechen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Ich entscheide heute, meinen Weg zu gehen. Ja, ich werde alles erreichen, was ich mir fest vorgenommen habe. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Ich gehe einfach los. Nehme hier einen ganz tiefen Atemzug. Und sehe, wie das Spiegelbild allmählich wieder verschwimmt und ohne dein Zutun, wie der See ganz glatt wird. Wie er die pure Natur in sich widerspiegelt.
und spüre, dass es nun Zeit ist zu gehen, dass es Zeit ist, deine eigene Reise anzutreten. Und nehme dir hier noch einen ganz kleinen Moment Zeit, um dir bewusst zu werden, dass es in deiner Entscheidung liegt, welche Zukunft du leben möchtest. Werde dir bewusst, wer du bist und wer du sein möchtest. Wer bist du? Wer wirst du sein? Welche Zukunft wirst du leben? Auch wenn du noch nicht weißt, wie. Es liegt in deiner Entscheidung. Und kehre nun allmählich zurück von deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein und spüre ganz intensiv, wie dir allmählich bewusst wird, was du tun darfst, was du ab heute in die Wege leiten kannst, um deiner ausgewählten Zukunft nachzugehen. Und nehme hier jetzt noch einen ganz tiefen Atemzug und atme vollständig wieder aus. Noch einen tiefen Atemzug und atme wieder vollständig aus. Und noch ein letztes Mal. Und nun beginne deinen Körper wieder zu aktivieren. Beginne deine Schultern zu kreisen. Deine Handgelenke, aktiviere deinen gesamten Körper, indem du dich bewegst, indem du beginnst, dich zu recken, zu strecken und, wenn du soweit bist, deine Augen zu öffnen. Ich heiße dich herzlich willkommen zurück und ich wünsche mir von Herzen, dass du deinen Weg gehst, dass du beginnst, dir ganz bewusst zu werden, dass du die einzige Person in deinem Leben bist, die sämtliche Entscheidungen trifft, die es in der Hand hat, wie dein Leben auszusehen hat. Wird es immer leicht sein? Wahrscheinlich nicht. Wirst du einige Herausforderungen begegnen? Definitiv. Aber ich darf dir verraten, das Leben ist dafür da. Das Leben ist dafür da, dass du stetig wächst, dass du mit jeder Herausforderung ein Stück größer wirst und dass du so dir genau das Leben kreierst, was du dir wünschst. Ein Leben, was fern ist von sämtlichen Prägungen und Glaubenssätzen deiner Familie und all den Dingen, die dir in deinem Leben bereits passiert sind. Also gehe los und beginne nur für dich. Dein Leben zu starten und genau dort anzukommen, wo du dich am liebsten siehst. Ich freue mich, wenn du mir unter dem heutigen Post bei Instagram und Facebook mal kurz dalässt, wie dir die Meditation gefallen hat und dass du die Meditation mit so vielen Menschen wie möglich teilst, denn nur so können wir gemeinsam die Energie noch höher schrauben und können uns auch gemeinsam supporten bei der Erreichung unserer Ziele. Denn eine sehr hohe Energie unterstützt uns alle auf unseren ganz individuellen Wegen. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir ganz bewusst wird, dass du so wundervoll und einzigartig bist. Bleibe bewegt, deine Marie.